Nehme ich dann auch für YouTube gleich mal mit auf. Ich meine, warum nicht? Bisschen Kuchen habe ich noch. Ansonsten auf der Switch bin ich ganz normal aktuell immer noch weiter dran, Harvest Moon, A Wonderful Life zu spielen. Ja, das hat halt auch irgendwann ein Ende. Von daher, ja. Wir spielen hier mit dem guten Phönix weiter. Ich habe auch letztens wieder ein bisschen weiter bei One Piece geguckt, wo Ruffy gegen Kaido kämpft. Und da muss ich so ein bisschen an dich denken, Justin. Weil, Dingsbums. Weil da der Marco der Phönix wieder aufgetaucht ist, dieser Doktor. Sozusagen. Und eigentlich einen coolen Auftritt hatte mit seiner Phönix-Frucht gehüllt in blauen Flammen. Und dann denke ich mir so, ja, ziemlich viele Phönixe hier aktuell. Und dann habe ich mir gedacht, das war ein Zeichen. Und zudem es ja auch wieder Spaß gemacht hatte beim letzten Mal. Wir haben einfach coole Sachen gemacht. Das ruckelt ein bisschen, ne? Aber warum? PlayStation? Ja, das ist der Leistungsmodus, ja. Das ist mir schon klar. Jetzt will ich aber... Naja, ich glaube. Sämtliche Missionen sind bis auf Weiteres ausgesetzt. Warum? Ah, da bist du ja, Clive. Hab schon gehört, was für einen Spaß du hattest. Soll ich das ein bisschen lauter machen? Kupka haben wir damit kein bisschen zugesetzt. Und von den Trägern, die wir gerettet haben, wollte keiner mit uns kommen. Sag Bescheid, wenn ein Spiel zu laut ist. Will keiner was zu tun haben. Irgendwelche Neuigkeiten? Nichts von Bedeutung. Gav spioniert immer noch die dalmekische Armee aus. Dürfte bald wieder da sein. Alles klar. Wenn etwas ist, ich bin bei Vivian. Die verstehe, wer will. Gibt bestimmt weitaus schönere Orte zum Schmökern als ein ausgeschlachtetes Luftschiff. Und doch ist sie hier bei uns. Sie wird schon ihre Gründe haben. So. Vivian, hallo alte Frau. Ich störe doch nicht, oder? Oh, so alt ist sie gar nicht. Leben zurück. So langsam glaube ich, es steckt mehr als nur Glück dahinter, dass du dem Tod immer wieder entkommst. Das könnte ich auch über dich sagen. Vivian Neungarn. Allerdings gab es auf mein Leben bisher erst 4 Anschlagsversuche, keiner auch nur annähernd erfolgreich. Sag, was verschafft mir die Ehre? Hast du etwa Bedarf an einer meiner Lehrstunden? Ist das denn so abwegig? Also gut, beginnen wir mit der aktuellen Lage. Es ist kein Geheimnis, dass sich Eroberer und Geächtete ein Rennen um Valisthea liefern. Nun, vor allem Erstere. Ach so, ja. Doch okay. Letztere wollen das ändern. Nicht wahr? Die Frage ist nur... Wie kam es zu all dem? Sag mir einmal, wen ich besiegen soll. Lange war Sanbreks Herrschaft über den Nordosten Stürms ungebrochen. Ich habe mit Lehrstunde eigentlich was anderes expected. Folge begannen die Ränder zu bröckeln. Das Kaiserreich musste handeln und versucht bis heute, noch fruchtbares Land auf der anderen Seite der Meerenge zu erobern. Doch Valut hat Ashra so eisern im Griff wie Odin sein Schwert. Und so wird jeder Landstrich schon auf den kaiserlichen Fuß setzen, mit deren Blut getränkt. Die haben sich auch abgesprochen. Die wollen doch nur, dass ich das weiterspiele. Kaiser Silver das Kristalldominium ins Visier nahm. Vielleicht machen wir das nochmal von vorne. Ziel mit üppiger wenn wir hier durch sind. Deal?
Und heute diese Woche kommen wir während ihr ordentlich euch an weiter. Die Zerstörung des Kristalls machtet, rückte das Kaiserreich aus und unterwarf den bis dahin neutralen Stadtstaat. Irgendwann will ich auch nochmal was Valhalla mit euch spielen. Sich behaupten kann, auch wenn es nicht so der geil sein soll. Der Welt zu sein. Aus strategischer Sicht ideal für ein stehendes Heer. Denn von dort rückt jeder Winkel Valisteas in greifbare Nähe. Bisher hat ein Nicht-Angriffspakt Schlimmeres verhindert. Doch sollte Sanbrek ihn offenkundig brechen, wird die Welt nicht lange zögern, es dem Aggressor gleich zu tun. Die Kaiserlichen, die Republik Dalmekia, das Königreich von Valut und nicht zu vergessen die Eisernen. Wer wird am Ende noch stehen, wenn der letzte Tropfen Blut fällt? Du kommst aus Dichasia. Sorgst du dich darum? Ach, der Himmel war schon immer dunkel über dem Dominium. Und doch, trotz allem, bestand es weiter. Und das wird es auch tun, wenn dieser Sturm vorbeigezogen ist. So, natürlich musst du für die Lektion bezahlen. Du musst nur einen Botengang für mich ausführen, dann sind wir quitt. Ja, ist klar. Was soll ich tun? Bring dieses Buch zu Harpo ins Archiv. Sag ihm, es war adäquat. Du faule Eule, du kannst doch mal selbst laufen. Ein Historiker kann ohnehin nicht schaden. Also wir lernen jetzt die neuen Verbündeten hier kennen, sozusagen. Hier können wir ein bisschen Exploit-Geschichte erzählen, was so passiert ist zwischen dem letzten Mal, als wir alles kaputt gemacht haben. Aber ich bin echt mal gespannt. Das mit der Magie, was wir benutzen, ob das wirklich vielleicht damit zusammenhängt, dass wir dem Planeten Energie entziehen und der das sich woanders daher holt, also die Mutterkristalle. Also den Namen habe ich schon lange nicht mehr gehört. Manchmal vergesse ich fast, dass ich so heiße. Ich vergesse auch manchmal, dass ich Sascha heiße. Ich denke einfach nur, ich heiße Detlef. Sehr erfreut. Ich bringe euch ein Buch zurück. Vivian hat es durchgelesen. So, die YouTube-Aufnahmen kappe ich so auf 1 bis 1,5 Stunden. Verschlingt mehr Bücher als unser kleiner Tito Honigküchlein. Wirklich beneidenswert. Leider bin ich schon etwas zu bejahrt, um in diesem Tempo Dinge zu verschlingen. Egal ob Bücher oder Kuchen. Ah, da können wir nachhelfen. Das hat meine Recherche nach jener Kreatur an Drachenkopf jedoch nicht aufgehalten. Doch ohne Zugriff auf die großen Archive von Oriflam oder dem Dominium ist meine Suche weiterhin erfolglos geblieben. Vergib mir. Ach, danke trotzdem. Ich werde mich etwas umhören. Vielleicht soll ich mir doch nochmal eine neue Webcam holen, eine, die 60 FPS kann. Es sind nicht mehr Bücher, die ich brauche, sondern die richtigen. Vielleicht suchen wir an den falschen Orten. Im Norden gibt es auch Bibliotheken. Ein guter Anhaltspunkt. Vielen Dank. Nicht viele Menschen nehmen das Gerede eines alten, verschrobenen Historikers ernst. Du bist aber anscheinend nicht so alt, um Kuponüsse zu naschen. Er hat die Taschen voll damit. Die klaut er dem Mogri. Ach ihr. Wir wissen doch alle, es gibt keine Mogris. Die zwei sind wohl auf. Ja. Doch sie lachen viel zu wenig für ihr Alter. Der Tod ihrer Eltern lässt sie nicht los. Nur zeigen sie es nicht. Titan hat uns allen viel genommen. Manch einem mehr als anderen. Können wir den Titan hier einfach fertig machen? Brauchen viel Zeit zum Verheilen. Sorgen wir dafür, dass sie diese Zeit bekommen. Das werden wir. Doch vergesst nicht, dass auch ihr etwas Ruhe benötigt. Erholt euch. Danke. Gav ist bald zurück. Ich sollte mich ein wenig ausruhen. Ach, Kiddies. Also wie gesagt, ich hätte jetzt
von Final Fantasy 16 nicht so viel erwartet. Gerade erst zurück und schon löst du wieder überall Probleme. Na, immer doch. Wo klebt denn bei dir die Nippel? Die Narbe passt zum Rest. Ich hatte dieses Mal schon so lange, dass ich vergessen hatte, wie es sich ohne lebt. Wie es sich anfühlt, ich selbst zu sein. Das verdanke ich nur dir, Taya. Der Dank gebührt meinem Skalpell. Oha. Ah, und übrigens, ein Bote hat einen Brief von Gav gebracht. Er liegt auf deinem Tisch. Warum kein Stolas? Na gut, ich sehe gleich nach. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Dann ruhst du dich aus. Na klar. Warum nur hat Gav keinen Stolas geschickt? Ich habe keine Ahnung, was dieser Akrete-Schreiben zu bedeuten hat. Keine Ahnung, vielleicht kann man da ein bisschen trainieren. Hast du schon bei Karons Bütchen, seit sie die neue Lieferung bekommen hat? Tifa! Jill, Entschuldigung. Otto hat vorhin einen Brief von Gav gebracht. Der liegt auf deinem Tisch. Danke. Band der Erinnerung. Er schwur. Ein Kristallsplitter mit zwei eingebetteten Dolchen, der an dem Tag entstand, als ich Clive den Versteck anschloss. Ein eindrucksvolles Erinnerungsstück. Ich habe die Befürchtung, dass uns dieses Spiel noch sehr lange, das Spiel noch ein Weilchen geht. Ich hoffe, ihr seid bereit. Das dalmekische Heer rückt bei Dachia auf Sanbrick vor und sogar die steinerne Wache wurde an die Front berufen. Ich wette, da ist was Großes im Gange. Mehr, wenn ich zurück bin. Okay. Was hat Gav geschrieben? Das ist bald aufs Maul geht. Sind auf dem Marsch. Das heißt, Randela steht unter Kupkas Schutz. Seine Garde wird uns also vorerst keinen Ärger machen. Sie ist bei ihm in der Hauptstadt. Frohe Kunde, also. Mehr als das. Das ist die Chance. Darauf haben wir gewartet. Wir haben es so weit gebracht. Alles, was wir hier haben, unsere Freunde, das Versteck, ist das kein Grund zur Freude? 5 Jahre. 5 lange Jahre. Wenn ich Ifrits Kräfte erwecken könnte, hätten wir noch viel mehr erreicht. Doch irgendwas hält mich zurück, immer wenn ich nach seiner Macht greife. Eine Esper zu beschwören, fordert einen hohen Tribut. Dein Körper weiß das nur allzu gut. Er versucht nur, dich vor dir selbst zu beschützen. Währenddessen fällt die ganze Last auf dich. Unsere Mission hat mich dazu gebracht, alles in Frage zu stellen. Aber eine Sache ist offensichtlich geworden. Die Kristalle nehmen mehr, als sie geben. Für einen kleinen vergänglichen Segen erwartet uns ein Dasein voller Schmerz, ständig Krieg, so viel Tod. Und nun? Nun rauben sie uns unsere Heimat. Und uns bleiben nur Staub und Asche. Doch du willst das ändern. Und ich will das auch. Für mich ist das keine Last. Mag sein, aber... Wir sind nur hier, weil Joshua uns eine zweite Chance gegeben hat. Wir sollten das Beste aus diesem Geschenk machen. Also wissen wir, dass das unser Bruder war. Das stimmt. Er war dort. Er war wirklich dort. Oh, so eine leuchtende Phönixfeder. Das wäre doch ein geiles Geburtstagsgeschenk für dich. Zu Ultima. Falls Joshua noch lebt, wird er es suchen. Dieses Ding. Ob er jemals zurückkommt? Das wird er. Und dann müssen wir bereit sein.
eine Welt ohne Mutterkristalle. Auf Sid. Das wäre interessant. Also entweder... Ach, spiel mir jetzt den Joshua. Der hat natürlich auch seine Waifu dabei. So wie sie es gehört. Der Norden ist verloren. Ich wusste, dass sie sich immer schneller ausbreitet. Aber das... Dieses Ausmaß... übertrifft all meine Befürchtungen. Bald wird jeder Fußbreit Erde befallen sein. Das Ende der Welt rückt täglich näher und wir jagen hier einen Schatten. Sag, Bruder, haben wir eine Chance? Keine Ahnung. Clive, dürfte ich kurz... bitte entschuldigt, ich wollte nicht... Wer weiß, was Sie gemacht hätten. ...stören. Nicht doch. Wir haben nur Pläne erörtert. Ja, ja. Was ist, Otto? Martha, aus der Schenke. Ja, den bestimmt auch schon beim Bumsen erwischt. Also, komm, wenn du soweit bist. Verstanden. Obwohl, ich glaube, Clive ist nicht so einer. Der vögelt dich einfach mit seinen Besties, es gehört sich nicht. Ein Schwarz... Ist irgendwas vorgefallen. Ist es jetzt oben oder unten? Ging ja schnell, bis wieder was passiert ist. Warum ist wieder so jemand verschwunden? Schade, ich dachte, wir spielen jetzt ein bisschen den Joshua. Was genau ist passiert? Wäre cool gewesen. Ein paar Männer von der kaiserlichen Garnison in Rosaria haben in Marthas Rast Streit angefangen. Es floss etwas Blut. Ein paar Knochen brachen. Das Übliche. Aber inmitten dieses Chaos verschwand Martha, ohne auch nur ein Wort. Sowas macht sie nicht, Clive. Da ist was faul. Denkst du, das war geplant? Aber sicher war es das. Seit dieser Sache in Eastpool hat Zambrek das Herzogtum fest im Schritt gepackt. Man muss nur einen Flüchtenden gesehen haben, um als Verräter zu gelten. Überall wollen sie Komplotte sehen, um dem Haus Rossfield wieder zu seiner alten Macht zu verhelfen. Und wie es aussieht, haben die Schweine jetzt die armen Träger ins Visier genommen, die zu schwach sind, sich zu wehren. Martha hat das alles natürlich sofort durchschaut. Sie hat schon erzählt, dass es immer schwerer wird, Träger aufzunehmen. Und plötzlich ist sie weg. Wenn die Kaiserlichen sie geschnappt haben, wäre das fatal. Ein paar Fluchbrecher sind schon auf dem Weg zur Schenke. Sie werden dir sicher helfen können. Aber wenn die Lage so übel ist, wie ich befürchte... musst garantiert du ihnen die Ärsche retten. Keine Sorge, Otto. Ich bringe sie alle sicher zurück. Das machen wir auf jeden Fall. Das machen wir auf jeden Fall. Nicht mehr ganz dicht. Das bedeutet... hier gibt es auch ein paar Sachen. Aber wir müssen da schnell hin. Wo ist eigentlich unser Hundi? Läuft bestimmt mit Magie. Wird endlich fertig. Willkommen zurück, Sid. Vermaledeite Bilge. Ist alles in Ordnung? Abgesehen von den Löchern im Rumpf
Alles ausgezeichnet. Ja, bekommt ihm das Wasser im See nicht. Könnte man so sagen. Wenn du keinen grandiosen Plan hast, die Fäule aus dem See zu filtern, wie bei uns im Atrium, wird sich die Gülle weiter durch das Holz fressen, wie der junge Tito durch unsere Honigküchlein. Ein Pechanstrich könnte die Verwitterung vielleicht 1-2 Monate aufhalten. Sofern wir überhaupt Pech hätten. Haben wir aber nicht. Jedenfalls nicht mehr. Der alte Kahn wird wohl kein Dutzend Fahrten mehr überstehen. Gut, Obolus. Nur deine Fähre bringt uns zum Festland. Reparieren wir sie. Nun, es freut mich, dass das wenigstens einer hier einsieht. Aber für Pech brauchen wir Pechbäume. Nur, wie du sicher schon bemerkt hast, gehören Bäume zu den tausenden Dingen, die im toten Land schmerzlich vermisst werden. Allerdings bin ich noch nicht dreist genug, dich allein in einen fernen Wald zu schicken, um ganze Stämme von dort her zu schleppen. Und deshalb werden wir eine gute Alternative brauchen. Zufälligerweise habe ich mal gehört, dass so ein bisschen an wie der an den Sprecher aus von Gothic 2 Wachs überzieht, um Käfer bisschen wie Xardas noch was zu fangen. Das könnte die Fähre über Wasser halten. Klingt einfacher als Baumstämme herzuschleppen. In Ordnung. Also Shellac. So, Weltkarte. Hier. Dahin müssen wir und dahin wollen wir. Ich finde das mit dem Schnellreisesystem bei dieser großen Welt eigentlich ganz gut. Obwohl ich eigentlich auch mal nichts gegen ein Spiel hätte, was nicht so eine große Welt hat. Hundi! Ja, wer ist ein braver Hund? Schnapp's dir. Den darf man streicheln, natürlich. Das ist ein ganz lieber. Das ist ein ganz lieber. Einfacher als Baumstämme zu schleppen. Da habe ich mich wohl zu früh gefreut. Sag bitte Bescheid, wenn das mit der Audioqualität, mit der Audio nicht so ganz stimmt, zwischen Stimmstärke und allem, dann kann ich da noch eingreifen. Mehr als das wird Obolus kaum benötigen. Ich sollte zurück. Machen wir natürlich. Währenddessen können wir unsere Fähigkeit ein bisschen Abklingzeit nachrüsten. Ja. Oh. Ding, ding, ding. Bim, bim. So, alter Mann. Wird endlich fertig. Willkommen zurück sind. Und? Hast du das Wachs gefunden? Gefunden kann man es auch nennen. Oh, das riecht ja wie ein Chocobo-Arsch. Aber der Argo wird's egal sein, solange das Zeug ihren Kiel über den Wellen hält. Argo? So heißt dein Boot? Interessant. So hieß mein Vater.
Bevor die Fäule kam, war der Alte auch ein Fährmann. Jetzt habe ich nur noch sein Boot. Und das wird weiter segeln. Dank dir, Sid. So, ist doch schön. Nicht mehr ganz dicht. Ich habe eigentlich genug Zeichen der Stärke. Automatischen Heiltrank macht vielleicht Sinn. 1300 noch was. Oh, die Fähigkeit hätte ich auch gern. Sieht einfach geil aus. Ich hätte hier gerne am liebsten alles. Lebensflamme. Oh, das ist alles so schweineteuer, das zu. Das ist alles so riesig teuer. Aber sieht natürlich auch auf der anderen Seite alles geil aus. Was mir gefällt, ist, dass wir das manuell alles resetten können. Und einfach sagen, ja, jetzt machen wir was anderes. Was ist hier passiert? Verdammt. Wo sind die Fluchbrecher? Am besten bleiben wir erstmal hier. Die Soldaten von der Garnison. Suchen wir dir erstmal einen Heiler. Sid? Was machst du denn hier? Otto war besorgt. Zu treten. Er meinte, ihr braucht vielleicht Hilfe. Zu Recht, wie es scheint. Das, kann man wohl sagen. Die Soldaten sind hier regelrecht eingefallen. Fast niemand blieb verschont. Martha hat anscheinend versucht zu schlichten. Aber dann wurde sie kurzerhand in Ketten gelegt und abgeführt. Wenn Soldaten im Krieg sind, ohne einen Herren, ohne Konsequenzen, dann werden sie Arschlöcher. Das liegt in der menschlichen Natur. Wir nehmen die Verfolgung auf. Kümmert ihr euch um die Leute? Der Kommandant kann zwar sagen, man soll niemanden vergewaltigen, aber das werden sie trotzdem tun, wenn da ist noch was. Der Trupp zusammenhält. Einer der Männer sagte mir, dass die Soldaten eine Säuberung erwähnten. Mehr weiß ich auch nicht, aber es klingt nicht gut. Seid vorsichtig. Wenn man einfach nur demoralisierende Lappen haben will, die einfach nur ein Schwert schwingen können. Hat recht. Keine gute Soldaten. Das war keine Kneipenschlägerei. Da steckt mehr dahinter. Aber eine Säuberung? Träger sind kaiserliches Eigentum. Die Garnison allein wäre dazu nicht befugt. Also sind die Befehle von weiter oben gekommen. Was brauchst du? Danach hatte ich gesucht. Tausend Dank. Auf dem. Ein zerfleddertes Stück permanent, auf dem hastig eine Takte von das gekritzelt wurde. Die Melodie scheint vertraut, doch der Komponist ist unbekannt. Meteoritenstein, Steinhautfessel. Bitte sehr. Ich habe keine Ahnung, was da. Schon fertig, was? Ja. So, Ausrüstung. Erhöhte Wirkung von Heiltränken um 20%. Abzeichen von Stärke erhöht den Angriffswert. Verlängert die Dauer des Effekts von Steinhauttonikum. Ja gut, das ist egal. Hey, reiß dich zusammen! Das gefällt mir gar nicht, dass sie hier anfangen, jetzt Streit zu machen. Und das nicht nur bei ein paar Schlägereien, sondern... Diese Hurensöhne Martha auch nur ein Haar krümmen, steche ich sie alle eigenhändig ab. Da schließe ich mich dem gerne an.
Hä, was muss ich denn jetzt machen? Warum habe ich jetzt zwei? Okay, wurde schon. Da war ich zu weit weg. Sieh, da vorne. Martha, bist du verletzt? Mir fehlt nichts. Ihr müsst schnell zum Kloster. Dort sind alle in Gefahr. Erzähl uns, was passiert ist. Es war schrecklich. Diese verdammten Schwarzschilde sind eingefallen. Die Schwarzschilde? Die Bastarde haben entdeckt, was der Abt und ich dort machen. Sie wollten uns schon hängen. Da haben sich die Träger aus ihren Betten gequält. Die Armen stürzten sich auf die Kaiserlichen. Und im Chaos habe ich es irgendwie geschafft zu flüchten. Dann können wir vielleicht noch was tun. Martha, schaffst du es allein zurück zur Rast? Cole und die anderen Fluchbrecher sind dort. Ich denke ja. Ich danke dir, Clive. Wir haben noch nichts gemacht. Ich würde die Jillie am liebsten mitschicken. Wir müssen schnell zum Kloster. Schwarzschilde. Das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Es hat in Rosaria immer nur einen Schildorden gegeben und der hat alle Bürger verteidigt. Das ist wirklich grotesk. Selbst für Sandbreck. Ups. Okay. Das lief besser als gedacht. Was hat denn mein Hund jetzt schon wieder? Wenn der Hund knurrt, macht das nicht ohne Grund. Bereitet sich darauf vor. Vorsicht. Das Fleisch von den Knochen. Jawohl. Alter, das müsste normalerweise so ein Damage machen bei diesen Pflanzen. Aber ich kann mich hier eigentlich nicht damit aufhalten. Sind wir zu spät? Vielleicht ist drin noch jemand. Sieht nicht so aus. Selbst die verwundeten Frauen im Bett haben sie abgeschlachtet. Nein. Verdammt. Ich dachte, ihr wärt alle schon verbraucht. Mörder. Ihretwegen haben die Träger sich... Halt! Die gehören nicht dazu. Diese Wirtshure muss sie geschickt haben. Sich mit Feinden des Kaiserreichs zu verschwören, ist ein schweres Verbrechen. Und Verbrecher gehören bestraft. So will es das Gesetz. Auf unsere Klingen schwören wir, zur Nacht zu werden, um Schatten zu töten. Auf dass die Sonne neu erstrahlt. Und du nennst dich einen Schild! Hast du keine Ehre? Clive. Das haben wir gleich. Auf jeden Fall. Wende, Herr Bach!
Okay. Mit den Fähigkeiten ist es einfach bombastisch. Ich glaube, ich habe ein relativ gutes Set. Waren das jetzt alle? Ich denke schon. Das ist auch nur, weil die Lappen und sich gegenseitig nicht zuhören wollen. Einmal ausgesprochen, hier so und so und so. Wie wäre es, wenn wir das mal ausprobieren? Dann suchen die sich alle ein Reich aus, wo sie erstmal gemeinsam leben. Wir machen ein paar Mutterkristalle kaputt und gucken über die Jahre hinweg, ja, wie kann sich das Land vielleicht erholen? Und dann macht man Stück für Stück für Stück. Vielleicht hat er überlebt. Und sagt der Magie ein bisschen, schwört der Magie ein bisschen ab. Und fertig. Aber nein, dafür lieber schrecklich Kinder töten. Frauen und Kinder töten. Einfach so. Geerbt. Die Träger wollten ihn beschützen. Der letzte Zug Äther hat ihnen allen den Tod gebracht. Clive, nicht allen. Wir sind Freunde von Martha. Wir wollen helfen. Sind die Bastarde tot? Ja. Jeder Einzelne. Leider nur die hier. Komischer Tod. Bald schicken sie neue. Das Töten geht weiter. Rosaria wird untergehen, wenn wir nicht handeln. Findet Sid. Er muss uns helfen. Und bitte dankt Martha von uns. Ich. Das werde ich. Sid! Wo bist du? Sid! Hier drin! Hier ist ein Überlebender! Clive. Es war. Er ist tot. Ein Überlebender. Wir haben den Abt bestattet. Aber die Träger. So ein Ende hat niemand verdient. Nein, das stimmt. Doch es war ihre Wahl. Sie wussten, welches Schicksal sie erwartet und haben trotzdem Magie eingesetzt, um für ihre Beschützer zu kämpfen. Martha ist die Flucht nur gelungen, weil die Kranken sich aus den Betten auf die Soldaten gestürzt haben. Die Überreste der Träger. Wir sollten sie dem Meer übergeben. Hier gibt es eine Zugbrücke. Redoxsprung. Die Strömung dort ist stark. Der Abt hätte den Staub dort sicherlich verteilt und eine Segnung gesprochen. Ich schicke einen unserer... Ich gehe. In Ordnung. Cole und ich werden uns um den Rest hier kümmern. Ja. Was muss ich denn jetzt machen? Begib dich zu Redoxsprung, bestatte die Träger und kehre zu Marthas Rast zurück. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was für Aufträge jetzt was sind. Weil ich habe ja theoretisch zwei. Na komm, machen wir die Bestattung. So gehört sich das einfach.
Der Hund ist viel schneller als ich. Ja, war schon auf dem richtigen Weg. Was haben wir denn hier? Hundi, hast du Hunger? Dieses Vieh ist hässlich. Ariman, Rang C. Unten links steht irgendwas von Xing Shang Chong. Befähigte Gegner. Das Gefühl, die Webcam ist ein bisschen zu groß. Ab und zu wird Clive auf Kreaturen treffen, die an Stärke und Geschicklichkeit fast alle anderen übertreffen. Er muss sich solchen Kämpfen nicht stellen und kann jederzeit aus ihnen fliehen. Doch diese berüchtigten Gefahren zu eliminieren bringt ihm nicht nur Ruhm ein, sondern auch seltene Material. Meinst du, es hat uns gesehen, Torgal? Das sehe ich da. Natürlich hat es das. Das ist ein fliegendes Auge. Den machen wir platt. Keine Ahnung, was hier abgeht. Warum? Ich hab doch komm. Fuck! Beweg dich nicht. Das macht es nur schlimmer. What the fuck? Warum? Auf einmal war ich tot. War das so ein One-Hit-Kill? Schon was entdeckt? Pass auf dich auf, ja? Ich habe nicht gesehen, dass ich auf einmal tot war. Ich habe alles eingesetzt, was ich konnte. Sympathisch. Ja. Klar. Wir mögen nur Spiele, wo der Graf die ganze Zeit stirbt. Dark Souls 8. Da bist du schon tot, bevor du das Spiel überhaupt beginnst. Wir müssen nochmal Elden Ring weiterspielen. Nein, einfach nicht. Ich mach diesen Wichser fertig.
Ich bin noch ausgewichen. Warum machst du diesen scheiß Phönixflug? Das ist dieses One-Hit-Scheiß. Ich hab R1 gedrückt, du verwichser Kotlappen. Du hast ja normalerweise genug Zeit, dem Wichslappen auszuweichen. Warum haben sie mir das angetan? Was halt, weil sadistische Arschwichslappen sind, ey. Warum bin ich denn mit... Warum hat er gedacht, er macht Kreis und jumpt da rein in diesen kotverschmierten Kackstuhl? Dämlich, ey. Das war alles kein Problem. Und dann so ein Fuckmist, ey. Ich breche ihm die Flügel, halte ihn auf und lass ihm die Scheiße von... Lass ihm die Hundewürstchen von unserem Hund fressen. Das ist eine Strafe. Was mache ich das? Warum ist der so groß? Och Mann! Was soll diese verfickte, fotzengefickte Arschkacke da? Ah, leck mir doch die Rosette wund ins... Ja, also, bevor du den Kampf gewinnst, machen wir einfach mal einen kompletten Arena-Kill. Wie behindert ist das denn? Warum haben sie mir das angetan? Reiß dich zusammen! Hat mal einer wieder von diesen Hahnröhrenlutscher mal wieder einen tollen, genialen Einfall gehabt. Der mal wieder sagt, ja, also, lang zu leben habe ich nicht mehr. Krebs will ich. Bam! Man stellt keine Leute zum Spieleprogrammieren ein, die einen Hass auf die Welt haben. Weil wer Hass auf die Welt hat und ihn abgeben will, der zieht den Hass auf sich. Alter Schwede, ey, fick doch deine Mama ins Kniewund. Also bestimmt so ein Kacklappen gewesen mit dieser scheiß Idee. Oh, ich habe den Ellenbogen einer Frau gevögelt. Jetzt bin ich keine Jungfrau mehr.
trotzdem auf dem Scheiße bleiben. Müsste eigentlich auch dran stehen. Der Gegner war seine Idee. Es gibt kein Zurück. Dieser verfickte, kotnaschende Rosettenhengst, ey. Oh mein Gott, dieses Arena One Instant Kill ist doch bescheuert, es. Meteoritengestein. Ja, klar, natürlich. Also dafür waren die Belohnungen ein bisschen schwach. Das hat es nicht kommen sehen. So, hast du gut gemacht. Was wäre ich ohne dich? Interessanterweise stimmt das sogar. Habe ich so viele Heiltränke eingesetzt? Das muss die Brücke sein. Ja, ich will aber noch was einsam. All dieses kleine komische. Das sah aus wie Mike Lufskowski aus Monster AG. Nur als Arschloch. Mit Flügeln. Ich weiß zwar nicht, wo wir die Leichen haben, aber... Achso, Asche, okay. Mögen die Wellen euch eure Last nehmen und in die Ferne tragen. Damit verseuchen wir jetzt das Meer. War tatsächlich ein One-Hit, dieser Kreis. Und nun sind sie endlich frei. Und wo warst du? Ich hoffe es. Wie steht's ums Kloster? Alles erledigt. Die Leichen wurden verbrannt. Gehen wir zurück. Cole macht sich Sorgen um Martha. Alles klar. Natürlich, ich darf jetzt den ganzen Weg... Bestatte die Träger und kehre zu Marthas Rast zurück. Kehre zu Marthas Rast. Ah, das ist eine Unterauf... okay.
Ja, das geht ja noch. Also das mit dem One-Hit-Kreis ist echt mies. Das war gemein, wenn ich das mal so sagen darf. Dem Begründer sei Dank. Hattet ihr Spaß? Nein, du bist nur zweimal gestorben. Keine 20 Mal. Warum haben sie mir das angetan? Martha, dir geht's gut. Sie sind alle tot, oder? Leider. Mit letzter Kraft hat einer von ihnen dir für alles gedankt. Es war nicht genug. Ich hätte sie besser beschützen sollen. Cole hat mir auch den Rest erzählt. Ich danke dir. Es ist meine Schuld. Das werde ich mir nie verzeihen. Wieso? Wer hätte das geahnt? Ich schon. Aber ich habe es einfach nicht wahrhaben wollen, ich törichte Frau. Die Gerüchte fingen vor Monaten an. Von dunklen Gestalten in Rüstungen, die nachts in die Dörfer kämen und schlafenden Trägern die Kehlen aufschlitzten. Aber ich dachte, diese Schauergeschichten hätten die Kaiserlichen in die Welt gesetzt. Denn wer hilft schon Trägern, wenn er Angst vor dunklen Rittern hat, die Verräter gleich mit umbringen? Es klingt ja auch vollkommen absurd. Wie diese Schwarzschilde vorgehen, ist skrupellos. Allerdings frage ich mich, wozu all das? Meine Mutter steckt ganz klar dahinter. Nur verstehe ich nicht, was sie bezwecken will. Ey, mach die Alte doch mal was kalt, ey. Was immer im Kopf dieser Frau vor sich geht, kann und will ich gar nicht wissen. Also, kann man ganz einfach machen. Brauche ich starke Kämpfer, die uns Schutz bieten können. Je mehr, desto besser. Wenn diese Schwarzschilde glauben, ich sehe tatenlos zu, wie sie alle einschüchtern, dann irren sie sich gewaltig. Ach, ehe ich's vergesse, ein Stolas von Otto ist kurz vor euch angekommen. Ich soll euch ausrichten, dass Gerf zurück ist. Dann gehen wir besser. Du kommst zurecht, Martha? Wir können noch ein wenig bleiben. Nicht nötig. Das nächste Mal bin ich für die Mistkerle bereit. Wobei ich sicher nicht Nein sage, wenn ihr mir zwei dieser jungen Fluchbrecher für eine Weile überlasst. Na, nimm so viel, wie du kriegen kannst. Hau diese Lappen in die Schlucht. Das mit der Mutter, das machen wir irgendwann mal. Da fahren wir mal hin, gucken, was bei ihr im Kopf vor sich geht. Das geht ja relativ schnell. Gehst du hin, haust der Alten die Rübe ab. Schädeldecke aufgerissen und mal, mal gucken, wie viel Scheiße im Hirn da ist. Beweg dich nicht. Das macht es nur schlimmer. Hey, du! Kannst du mit dem Schwert da umgehen? Ach, natürlich. Ich wette, du bist ein Söldner oder sowas. Jetzt fragt sich nur, bist du bereit, es zu benutzen? Eine Herde edler Chocobos braucht nämlich Hilfe. Chocobos. Ganz genau. Wilde Vögel? Na, die großen? Ja, wir sind gut zu Vögeln. Gar nicht nur irgendwelche Chocobos. Weißherz und ihre Herde sind die mutigsten Geschöpfe, die es gibt. Sie beschützen Reisende vor Banditen und anderem Gesindel. Chocobos bekämpfen Banditen? Es ist wahr. Erst gestern haben sie mich vor einer ganzen Bande gerettet. Brutale Kerle waren das. Und jetzt sind sie zurück und wollen Rache nehmen. Also die merken sich, wer ganz entspannt rein und raus geht. Geh und hilf ihnen. Ja, das können wir machen. Na gut. Du bist ein guter Junge. Bin ich ein Hund oder was? Diese Chocobos. Vorhin haben sie den Weg da drüben gekreuzt. Die elenden Bastarde wollten die armen Dinger wohl zum alten Dock scheuchen. Das ist eine Sackgasse. Rette, Weißherz, und ihre Herde, hörst du? Einen kühneren Vogel gibt es nirgends. Für uns hier ist sie eine Heldin. Und keine Sorge,
Du erkennst sie schon, wenn du sie siehst, ganz sicher. Wenn du das sagst. Naja, Weißherz, ne? Verpasst diesen Taugenichts in eine ordentliche Abreibung. Oh, weißt du, was wir mit diesen Lappen machen? Wir schneiden ihnen die Eier ab, warten, bis sie wieder zur Besinnung kommen und lassen sie ihre Eier fressen. Das wäre mal eine Strafe. Sack abschneiden mit dem Röhn, mit einer schönen, heißen, glühenden Klinge an die Wunde gehalten, dass er nicht verblutet. Wenn er zu sich kommt, hier hast du deine Roten. Ungewöhnlich für einen Schokobo. Hier hast du deine Roten, die musst du jetzt... hier hast du einen Löffel. Guten Hunger. Ich komme auf solche kranken Gedanken. Weiße Feder? Ich dachte, Ambrosia wäre die einzige. Apropos tapfere Vögel. Sie sind wohl da lang. Weiße Chocobo-Schwingenfeder. So, dann verfolgen wir die mal. Bin mal gespannt, wie viele Leute reinschalten. Diese Chocobos scheinen sich wehren zu können. Richtig so. Die Hälfte der Banditen hat bestimmt schon ihr Säckchen verloren. Sieht nicht gut aus. Du bist umzingelt, Federchen. Du hast wohl gedacht, du wärst uns los, was? Wir hatten mächtig Ärger wegen dir. Aber irgendwer wird uns jetzt schon gut dafür bezahlen, deinen Kopf an seine Wand zu hängen. In dieser Gegend eher nicht. Ach, wie kommst du darauf? Weil sie für die Leute hier eine Heldin ist. Tut ihr ihr weh, dann tue ich euch weh. Leck mich! Oder weißt du was? Wir tun euch einfach beiden weh! Na gut. Aber ich hab euch gewarnt. Also wenn ihr mit so einem großen Hund... auf mich ankommt und sagt, lasst gut sein, oder ich mach euch platt. Ganz im Ernst, es ist keine Schande zu sagen, okay, habe ich einen Fehler gemacht? Oh, tut mir ja für den Hund leid. No!
Ja. Also wenn Justin und ich eins nicht leiden können, dann, wenn man generell schlecht zu netten wilden Tieren ist, sei es auch eine Katze. Aber Katzen sind meistens nicht so. Oder wenn man Hunde falsch erzieht. Jetzt ist alles gut. Weißherz, nehme ich an. Kennst du sie etwa? Diese Narbe. Das kann nicht sein. Ambrosia? Was ist unser? Unser Vögelchen. Oh, wie süß. Finde ich super. Du bist es. Du hast überlebt. Das ist ein göttlicher Name, Ambrosia. Ist eigentlich ein Nektar sozusagen. Kenne ich aber bis jetzt immer nur so in griechischen Göttern. Oh, ich hätte so Bock, noch mal Phoenix Rising zu spielen. Hey, hast du es geschafft? Ich dachte, ich schau mal, ob du zurechtkommst. Oh, du hast die Schweine also erledigt. Ich wusste es ja. Und die ganze Herde hat nicht einen Kratzer. Glücklicherweise. Und nicht nur das. Das ist doch schön. Ich glaub's nicht. Mir ist nie in den Sinn gekommen, dass unsere Heldin früher ein Reittier gewesen sein könnte. Ja, nicht nur ein Reittier. Aber natürlich passt sie zu einem tapferen Kerl wie dir. Dass ich nur ein Reiter ist. Unsere gefiederte Freundin ist Partnerin. Muss sich einiges von ihrem Herrn abgeschaut haben. Sie ist genauso heldenhaft wie du. So ein Schokobo kostet aber eine ganze Menge. Bist wohl ein Adliger, was? Also, ich... Entschuldige, ich wollte nicht aufdringlich sein. Egal wer du bist, du hast mir geholfen. Mhm. Was ist denn? Sie will ihren Herrn zurück, schätze ich. Na bitte, ihre Freunde sind einverstanden. Wirklich? Du kommst mit mir? Hey, wenn du deine Tiere gut behandelst, bleiben sie bei dir, ist doch klar. Also, wenn das mal kein rührender Anblick ist. Ich muss es heute Abend den Jungs im Federbett erzählen. Oh, dieser Name Federbett hört sich so falsch an. Gut, das war's dann für die heutige Aufnahme. Wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme wieder.